Also, ich wäre für ein kleines Theaterstück. Ich denke, das würde ganz gut ankommen. Und irgendwie hätte ich total Lust darauf. Ein Theaterstück? Ich weiß ja nicht. Wie wäre es mit einer einfachen Choreografie mit dem Pferd? Also irgendwie so Synchronreiten oder so irgendwas in der Richtung mit irgendeiner coolen Musik. Ja, das fände ich auch besser. Also ich bin für das Theaterstück. Also ich habe auf jeden Fall keine Lust auf ein Theaterstück. Ja, über was soll es dann überhaupt gehen? Ich meine, hast du schon irgendeine Idee? Vielleicht irgendetwas Weihnachtliches. Aber die Vorbereitungen dafür dauern doch viel zu lange. Ich hab die Idee. Wir machen ein Musical. Ein Musical? Du meinst, dass wir singen? Nee, 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 das mache ich nicht. Dann könnten wir es vielleicht so machen, dass wir ein paar Theaterelemente drin haben und dann machen wir das Synchronreiten. Also mit Musik, ohne dass wir singen. Das ist eine ganz gute Idee. Und welche Musik sollen wir benutzen? Ich hab da schon eine gute Idee. Also, ich bin ja echt mal gespannt, was sich die Ferienkinder dieses Jahr so überlegen. Ja, ich bin auch echt gespannt darauf. Letztes Jahr haben sie sich ja für ein Theaterstück entschieden. Ja, ich weiß, aber kannst du dich noch erinnern, wie es gelaufen ist? Es war jetzt nicht so gut. Also, ich hätte eine Choreografie mit Pferd und Reiter besser gefunden. Naja, stimmt auch wieder, aber sie hatten Spaß und das zählt. Da hast du recht. Haha, deiner Familie ist so arm. Du wirst zu Weihnachten gar nichts geschenkt bekommen. Genau, und ich werde mit Geschenken überhäuft. Weihnachten ist das Fest der Geschenke. Stopp, stopp, stopp. Und ihr denkt, an Weihnachten kommt es nur auf die Geschenke an? Das stimmt nicht. Weihnachten ist das Fest der Liebe, des Zusammenhalts. Und es ist einfach ein Tag, wo man besinnlich zusammensitzen kann. Mit der Familie. Und mit Freunden oder sonst noch Leute, die einem wichtig sind. Die Geschenke spielen für mich keine große Rolle. Moment mal, sie hat recht. Der Sinn von Weihnachten. Jetzt habe ich ihn verstanden. Meint ihr wirklich, dass das eine gute Story ist für das Theaterstück? Also, ich finde es ganz gut. Ja, ich finde es eigentlich auch ganz gut. Jetzt brauchen wir nur noch die Musik. Wie wäre es denn damit? Stopp, stopp, nein, nicht Jingle Bells. Okay, gut, dann hätte ich noch eine Idee. Weihnachtsmann, ich bitte dich kurz, deine Aufmerksamkeit auf mich zu lenken, mir einen Moment Zeit zu schenken und darüber nachzudenken, was wirst du mir dieses Jahr denn zu Weihnachten schenken? Ist klar, du bist gerade ein bisschen im Stress und wer kann dir das schon verdenken? Deswegen dachte ich mir, ich nehme dir die Entscheidung ab und hab in den letzten Tagen einen Wunschzettel für dich verfasst. Da stehen nur so eins, zwei oder drei Sachen drin, die ich nächstes Jahr sagen zu bekommen oder machen will. Zum Beispiel, du setzen morgens nicht mehr aufstehen zu müssen. Oh mein Gott, nein! Bitte, bitte nicht. Ja, das passt jetzt nicht so ganz. Also, ich fand es schon ein bisschen passend. Ja, aber es hört sich jetzt dementsprechend nicht so an, wie ich das gedacht habe. Okay, dann hier mein letzter Vorschlag. Weihnachtsmann, sag mir, wieso bist du so schlau? Woher kennst du ganz genau den Weihnachtswunsch von jedem Kind? Dass ich so gern ein Fahrrad möchte, gelbe Streifen will mir recht und Speichen, die wie Silber sind. Nein, ich mach doch keine Choreografie zum Weihnachtsmann und Co. KG Intro. Also, um ehrlich zu sein, finde ich die Idee gar nicht mal so schlecht. Und ich denke mal, dass so gut wie jeder dieses Intro kennt oder es schon mal irgendwie gehört hat oder auch die Serie angeschaut hat. Ja, dann kommt erst recht Weihnachtsfeeling auf. Das ist eine Spitzenidee.
Na gut, dann nehmen wir halt das Weihnachtsmann und Co.KG-Intro. Super, dann brauchen wir jetzt nur noch eine Choreografie und dann sind wir schon so gut wie fertig. Und Mädels, wie laufen denn die Vorbereitungen? Wie weit seid ihr denn schon? Wir sind schon ziemlich weit. Freut mich zu hören. Ich bin mal echt gespannt, was ihr so auf die Beine stellt. Ja, ich auch. Wow, es ist ja echt viel los hier. Ja, es sind wirklich super viele Leute gekommen. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst. Ach, du musst doch keine Angst haben. Das wird schon. Wir schaffen das. Und als nächstes kommen unsere diesjährigen Ferienkinder. Sie haben eigenständig etwas einstudiert und das werden sie nun vorführen. Wir wünschen ihnen ganz viel Spaß dabei. Okay, Mädels, jetzt geht's los, es wird ernst. So, ihr Lieben, das war's jetzt mit der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, auch wenn sie ein bisschen kürzer war. Morgen werdet ihr auf jeden Fall dann den Auftritt sehen, also in der sechsten Folge. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen ganz, ganz, ganz schönen Tag und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss!